hinausgegangen, dass ich letztes Jahr mal angefangen habe und dieses Jahr gerne weitermachen möchte. Speziell die Steuerung mit dem Gamepad gefällt mir dann auch nicht und die Bewegungen von der Figur stimmen auch nicht mehr so richtig. Was mir jetzt aufgefallen ist, weil ich mir ja nun so eine farbige Brille zugelegt habe, ist diese Möglichkeit im Render-Menü unter Stereo die Funktion Stereo und Anaglyph. Man kann dann noch die Entfernung der beiden Bilder ein wenig feinjustieren. Und hat dann eben halt im Spiel diese wunderbare farbige Ansicht, die mit der entsprechenden Brille eine ganz tolle 3D-Erfahrung bietet. Den meisten ist das ja noch bekannt, dass die Tür sich eben automatisch öffnet und auf die andere Kamera automatisch umgeschaltet wird, wenn die Figur da durchläuft. Und beim Zurücklaufen natürlich genauso. Ja, das werde ich also demnächst noch ein bisschen verfeinern. Das Ding halt irgendwie mit dem Daumenstick zu steuern und so, das ist doch wesentlich besser als mit diesem Router.